Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Alpha Saphir. Im letzten Part sind wir hier in Wiesenflur angekommen. Früher war Wiesenflur als Ausgangspunkt für glorreiche Karrieren im Rahmen der Pokémon-Wettbewerbe berühmt. Damals, als ich noch jung und dynamisch war. Ist wohl schon ein paar Jährchen her. Und hier war noch jemand. Pokémon, die nicht zutraulich sind, ein klarer Beweis dafür, dass ihr Trainer keine gute Arbeit leistet. Gibst du deinem Pokémon noch immer fleißig Pokeregel? Noch nicht. Werde ich aber noch tun. Ja, wir wollen heute Wiesenflur ein bisschen auskundschaften. Ich liebe die Musik hier. Die ist so toll. Und da haben wir den Metaflur-Tunnel. Aber da kann ich ja noch nicht so viel machen. Metaflur-Tunnel verbindet Metaross City und Wiesenflur. Die Bauarbeiten am Tunnel wurden eingestellt, ja, das wissen wir ja schon. Mein Papa hat mir erzählt, dass der Tunnel voller scheuer Pokémon sei, denen laute Geräusche arg zusetzen. Aus diesem Grund musste auch das Tunnelprojekt gestoppt werden. Aber es gibt einen Mann, der versucht, den Tunnel allein weiterzugraben. Ja, da haben wir schon was von gehört. Nach der Arena werde ich da auch reingehen, sobald ich Zertrümmerer einsetzen kann. Wer wohnt denn hier? Oh, so kleine Blockhütten. Das sieht ja cool aus. Weit von hier in Prachtpolis City findest du die Pokémon-Liga. Die Trainer dort sind alle zu geradezu furchterregend talentiert. Oh ja, wird aber noch ein bisschen dauern, bis wir dort sind. In der Pokémon-Liga musst du die Top 4 hintereinander besiegen, so sind die Regeln. Wenn du gegen einen dieser Trainer verlierst, musst du die Herausforderung von vorne beginnen. Dass die hier schon von der Pokémon-Liga reden. Aber gut. Ach ja, der Ort ist so schön. Der Wind steht hier immer so günstig, dass die Vulkanasche nie hierher geweht wird. Die Luft ist sauber und klar. Hier zu leben hilft auch schwachen und kränklichen Menschen. So, hallo. Mein Knilz ist verschwunden. Eben war es noch bei dem Schild, wo es wohl hin ist. Okay. Muss man das irgendwie suchen? Weiß nicht. Zeig mir doch mal dein Pokémon. Ich prüfe, wie sehr es dich mag. Oh, dein Pokémon. Es mag dich. Es möchte nur etwas mehr Aufmerksamkeit. Wen habe ich gerade vorne? Huch, wollte gerade nicht speichern. Ah. Kai möchte also mehr Aufmerksamkeit von mir. Okay. Und das ist wahrscheinlich dann Heikes Haus, genau. Ja, die Verwandten von Heiko haben interessante Namen, wie zum Beispiel Heike. Wie passend. Der Freund meiner Tochter besitzt viel Schwung und Energie. Er geht ununterbrochen in einen Tunnel, damit er seine Tochter sehen kann. Meine Tochter. Seine Tochter? Meine. Meine Tochter ist etwas besorgt deswegen und schaut jeden Tag nach ihm. Oh, du bist es. Heiko ist allerdings nicht hier. Nachdem er in Wolfenfrost City gegen dich verloren hat, ist er losgezogen, um stärker zu werden. Es müssen die Pokémon gewesen sein, die ihm so viel Lebensenergie und Hoffnung gegeben haben. Okay. Und Heike selbst ist, glaube ich, im Metaflur-Tunnel. Was ist mit dir? Siehst du die Hülle neben dem Pokémon-Supermarkt? Da ist ein Typ drin, der die Felsbrocken aus dem Weg räumen will, um auf die andere Seite zu gelangen. Es wäre echt toll, wenn das klappen würde. Ein Besuch in Metaross City wäre dann ganz einfach. Das stimmt allerdings. Wir müssten vielleicht auch mal zu dann Mr. Trum, um Bescheid zu sagen, dass wir alles abgegeben haben. Hm? Mittlerweile habe ich großes Vertrauen in die Putzigkeit meines Pokémon. Jetzt wird es Zeit, beim Wettbewerb für eine kleine Überraschung zu sorgen. Ach ja, hier gibt es ja eine Wettbewerbshalle, da war ja was. Pokémon-Wettbewerb live. Meldet euch an und versammelt euch Pokémon und Trainer. Könnt ihr mal reingehen. Die Mucke hier drin ist echt interessant. Hm. Ne, keine Xenia. Ich dachte, vielleicht taucht die dann hier auf. Ja, dann würde ich sagen, wir können auch mal wieder an einem Wettbewerb teilnehmen. Vielleicht. Oh, Anziehung. Ich muss allerdings noch mal gucken, weil ich möchte hier mit unserem Cosplay-Pikachu dran teilnehmen, was ja auch schon enorm viel Putzigkeit und Coolness und was auch immer ausstrahlt. Aber ich muss mal gucken, mit welchem Wettbewerb ich anfangen möchte und welche Attacken ich da einsetzen möchte. Wenn du im Coolness-Wettbewerb mitmachen willst, muss dein Pokémon cool sein. Ja, das sagt der Name schon irgendwie, ne? Also ich denke mal, vielleicht im nächsten Part werden wir uns an dem Wettbewerb versuchen, mit dem Cosplay-Pikachu, mit unserem Silas. Dann aber wahrscheinlich
nach der Arena, denn hier sind wir erstmal fertig. Dann würde ich vorschlagen, es geht jetzt in die Arena von Malvefroh, wo wir mal ein bisschen aufräumen. Dann machen wir den Metaflow-Tunnel frei, schauen auch nochmal Mr. Trumm vorbei, ob der noch vielleicht eine Belohnung für uns hat oder so. Ne, da muss ich einfach durch. Wobei, ich bin geheilt, ne? Dann kann ich auch gleich zur Arena gehen. Und dann nehmen wir auch noch an einem Wettbewerb teil. Das wollte ich ja auf jeden Fall auch machen. So, da wären wir auch schon. Ich bin gespannt, wie die Arena aussieht. Also das gleiche Prinzip wie vorher, nur ein bisschen cooler. Okay, ich hatte gesagt, Chris, Jan und Metang vermutlich. Weil, wie gesagt, Kai kann hier nicht so viel machen und ich glaube, Kati wird nicht so viel aushalten. Mal gucken. Na, wie sieht's aus, Svenja, auf dem Weg zum Champ? Walter, der Rennleiter von Malvefroh City, setzt Elektro-Pokémon ein. Stellst du dich mit Wasser-Pokémon, wird sie glatt der Schlag treffen. Britzel, plumps und aus. Die Schalter öffnen dir übrigens den Weg zum Arenaleiter. Oder in Reimform. Willst du hin zu Walter, tritt auf die vielen Schalter. Hals- und Beinbruch. Wie schön. Aber erstmal mache ich den Trainer fertig. Mein Herz brennt vor Leidenschaft, deine Träume gehen in Flammen auf. Yeah! Das will ich sehen. Gitarrist Chuck mit Mangetilo. Ja gut, Mangetilo ist so das einzige Pokémon, wo ich wirklich zwingend Jan brauche, glaube ich. Weil da kann ich auch mit meinen Pflanzenattacken nicht so viel machen. Ich meine, klar, ich weiß auch, dass Pflanzenattacken auf Elektro-Pokémon jetzt nicht besonders effektiv sind, einfach normal. Aber dafür halte ich halt ziemlich viel aus und ich finde, die Kombination aus Egelsamen und Megasauger ist halt schon echt böse. Und dementsprechend finde ich das schon ganz praktisch und ich glaube, Metang kann auch ganz gut reinhauen. Aber natürlich insbesondere Jan wird hier ziemlich groß zum Einsatz kommen. Ich weiß natürlich nicht, was für Pokémon Walter hat. Also er hat auf jeden Fall als Signature-Pokémon Voltenso. Was die anderen Pokémon betrifft, ich weiß jetzt nicht genau. Voltoball oder so? Mangetilo? Ich habe auch keine Ahnung, womit er anfängt, um ehrlich zu sein. Ich überlege ja, ob ich seinen Voltenso am Ende einfach wieder bepflanzen sollte. Aber andererseits kann ich es wahrscheinlich auch einfach mit Lehmschuss platt machen. Ich glaube, ich werde einfach mit Jan starten und schauen, wie viel er umnieten kann. Und im Zweifelsfall dann irgendwen anderes noch reinschicken. Ich glaube, es ist ganz gut so. Ja, das sollte hinkommen. Ruckzuckieb. Puh, wenn du meinst. Gib mir deine Energie. Da ist zwar nicht mehr viel zu holen, aber immerhin etwas. Ich bin auch mal auf die Level gespannt, weil wie gesagt, ich glaube, der hat so, weiß ich nicht, 22 bis 24 oder so. Also, das passt eigentlich. Wow. Das sah cool aus. Also, ich denke schon, dass das ganz gut passen sollte. Ich meine, klar, wenn ich die ganze Zeit den EP-Teiler angehabt hätte. Das sind mehrere Etagen, das ist ja cool. Sonst war das aber nur ein Raum und drei Trainer oder so. Das finde ich gut. Nee, wenn ich einen EP-Teiler angehabt hätte, hätte ich jetzt wahrscheinlich schon 25. Klar. Dann wäre das erst recht kein Problem, aber wir wollen ja auch ein bisschen Spannung haben. Von daher gesehen. Und Megasauger. Dieser Moment, wenn Eltern plötzlich im Zimmer stehen und meinen, sie müssten irgendwas unglaublich Wichtiges besprechen. Nee, nee, nee.
So. Aber die Fritzelblitz halten einiges aus. Ich meine, gut, die haben auch schon Level 17, aber solange sie mich nicht paralysieren, wollte ich gerade sagen. Also wie gesagt, ich habe echt kein Glück mit der Paralyse in diesem Projekt hier. Ich werde irgendwie andauernd paralysiert. Ich sollte mir definitiv mehr Paraheiler kaufen. So, noch irgendein Trainer hier? Nee, aber hier sind zwei Schalter. Nehmen wir erstmal dich. Ich habe mit Walter trainiert, daher bin ich nicht so einfach zu schlagen. Wollen wir doch mal schauen. Voltobälle schon mal gut. Solange es keine Magnetilos sind, ist alles gut. Da muss ich nicht wechseln. Bei denen nervt mich nämlich der Stahltyp so ein bisschen. Aber ich fürchte, ich muss vor Walter sowieso noch mal raus. Weil ich dann keine AP mehr habe. Senk doch nicht meinen Spezialangriff. Gut, dann kriegst du eben die Kopfnuss. Auch okay. Ich glaube, ich könnte mit Knilz echt gewisse Pokémon ziemlich auseinandernehmen. Mit Egelsamen und Giftpuder und Megasauger. Das könnte ziemlich nerven. Ach komm schon. Ist das euer Ernst? So langsam finde ich das mit der Paralyse so ein bisschen unfair. Ein ganz kleines bisschen. So. Ich glaube, dann werde ich jetzt auch mal wechseln. Ich will es nicht heraufbeschwören mit der Paralyse. Ich weiß gar nicht, Stahl auf Elektro ist, glaube ich, nicht so dolle, ne? Dann mache ich lieber den Zen-Kopfstoß. Oh, den Zen-Nasenstoß sieht immer noch so aus. So. Perfekt. Aber da kam ja noch ein Trainer, ne? Da muss ich wieder ein Paraheiler zücken. Ich meine, ich muss, wie gesagt, vor Walter sowieso raus, aber... Wofür hat man denn die Paraheiler? Ich bin auch immer jemand, der, wenn er sowas hat, das ungerne einsetzt. Weil er immer denkt, ja, man kann das ja noch irgendwie aufsparen. Aber ich denke mir so, wofür kaufe ich das eigentlich, wenn ich es eh nie einsetze, von daher gesehen. Was macht das Mieti hier in der Arena? Du hast hier echt nichts verloren. Ich meine, gut, damals war hier, glaube ich, auch ein Zickzacks in der Arena, von daher gesehen. Überrascht mich das jetzt weniger, aber... Ach, du kannst Donnerschlag. Gut, da hast du wenigstens eine kleine Daseinsberechtigung hier. Aber nur eine ganz kleine. Ich krieg's noch down. Irgendwie kriege ich das noch hin. Es dauert nur ein bisschen. Aber wir haben ja Zeit. Also ich habe zumindest Zeit. Ihr hoffentlich auch, aber sonst würdet ihr wahrscheinlich den Part nicht gucken. Ja, wir haben Zeit. Passt schon. Hast du eigentlich mehr als ein Pokémon? Da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Nee, okay. Die Frage ist, auf welchen Schalter drücke ich jetzt? Ich nehme mal den hier.
Komme ich jetzt da noch irgendwo rum? Nein. Na gut. Das ist ja offensichtlich das Blaue, was mich da oben stört. Jetzt komme ich da aber schon wieder nicht durch. Da oben kommt bestimmt direkt Walter und ich muss das jetzt eigentlich gar nicht umstellen. Aber gut. Natürlich kommt da direkt Walter. Andernfalls, wenn ich mir meine Pokémon mal so angucke, wenn ich Chris vielleicht einen kleinen Trank gebe, dann sieht das eigentlich gar nicht so schlecht aus. Dann muss ich vielleicht gar nicht unbedingt raus. Dann kommt Jan an die Spitze. Und dann gucken wir doch mal, was Walter so auf den Kasten hat. Seine Arena hat mir ganz gut gefallen. Die war zwar jetzt nicht so mega spektakulär, aber ich fand sie echt ganz hübsch. So, du hast mit der Stadt ganz schön viel angestellt. Huch, wie hast du es geschafft, zu mir vorzudringen? Was sagst du da? Du hast alle Schalterrätsel gelöst? Dieser Gesichtsausdruck. Das ist ja mal ein Ding. Jetzt, wo der Oma vom Malvenfrost City gegessen ist, kann ich mich voll und ganz darauf konzentrieren, meine kleinen Maschinchen zu bauen und mir mit jungen Trainern wie dir Kämpfe zu liefern. Ich bin Walter, der Rennleiter von Malvenfrost City und dein Team macht sich besser. Schon mal auf eine Ladung, es ist stark Strom gefasst. Okay. Er hat scheinbar gute Laune. Versus Walter. Und er startet mit Magnetilo, okay. Der Hintergrund ist auch cool. Mit diesem Stromkreislauf. Patsch. Ich glaube, mit Morabel ist man hier echt klar im Vorteil. Ich meine, man kann trotzdem ganz schön Probleme kriegen, wenn jetzt sowas wie Superschall oder so kommt. Du machst einen Supertrank, ja gut. Ich habe so oder so die Robustheit gleich wieder. Aber prinzipiell mit Morabel ist man hier klar im Vorteil, ich glaube. Aber auch mit Reptane oder mit Jungglut kommt man hier ganz gut klar. Da hat man zwar nicht so extrem den Typvorteil, aber außer... wobei, Jungglut gegen Magnetilo schon. Ansonsten kommt man hier aber, glaube ich, trotzdem ganz gut klar. Oh, du hast sogar noch einen Magneton. Das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf gehabt. Also ich war mir nicht sicher, ob er jetzt Magneton oder Magnetilo oder noch ein Voltoball. Weiß nicht. Er hat auf jeden Fall in Rubin und Saphir ein anderes Team als ins Markt, so ein bisschen. Vielleicht haben sie da auch so ein Mittelding rausgenommen. Und du hast keine Robustheit, das finde ich gut. Tschüss. Ich habe ehrlich gesagt jetzt gar nicht so auf die Level geachtet. Und... Moment, Voltoball? Was ist mit seinem Voltenso passiert? Also ich weiß gar nicht, hatte er nur in Smaragd das Voltenso und in Rubin und Saphir hat er überhaupt keins gehabt? Das weiß ich jetzt nicht, aber was ist mit seinem Voltenso passiert? Und das heißt, Magneton war gerade sein stärkstes. Okay. Dann muss ich ja leider sagen, mit Morabel ist dieser Kampf eine ziemliche Lacknummer. Also das Bedrohlichste zwischendurch war eigentlich der Superschall. Es ist, finde ich, schade, dass er keinen Voltenso hat, weil das war für mich immer so sein Signature. Ich meine, gut, kann sein, dass er in Rubin und Saphir auch Magneton hatte. Aber trotzdem. Ich hätte Voltenso lieber gesehen. Aber gut. Du hast meinen Stromkreis unterbrochen und mir den Saft abgedreht. Hier hast du deinen Orden. Dankeschön. Wir erhalten den Dynamo-Orden. Mit dem Dynamo-Orden können Pokémon die Vor-Immer-Attacke Zertrümmerer außerhalb von Kämpfen einsetzen. Ab jetzt gehorchen dir außerdem alle Pokémon bis Level 40, selbst wenn du sie von anderen Leuten erhalten hast. Nur ein kleines Extra. Nur keine Bescheidenheit, nimm ruhig. Oh, Voltwechsel. Früher hat man hier Schockwelle bekommen, aber gut. Ein Pokémon, das Voltwechsel eingesetzt hat, kehrt sofort nach dem Angriff in seinen Pokéball zurück und wird durch ein anderes Pokémon aus deinem Team ersetzt.
Junges Gemüse mit Talent sieht man hier viel zu selten. Deshalb freut es mich umso mehr, wenn plötzlich jemand von deinem Format vor mir steht. Alles klar, unser dritter Orden. Ich würde mir aber ganz gerne mal... Kann ich das mal irgendwie ordnen? Huch! So. So war richtig. Da. Direkt den Voltwechsel schnappen. Ist nämlich eine sehr praktische Attacke. Vergiss mal den Jauler. Den brauchst du, glaube ich, nicht zwingend. Gut. Hätten wir das. Und wie bereits gesagt, wir gehen jetzt erstmal nach Wiesenflur. In den Metaflurtunnel. Und ich habe übrigens auch das gemacht, was ich mir im letzten Part aufgeschrieben habe. Fritzelblitz entwickelt sich auf Level 26, ist also auch nicht mehr so extrem lange bis dahin. Und ja. Die TMs übrigens, die man hier in Malvenfroh kaufen kann, da gibt es schon ein paar interessante TMs, insbesondere Aeroas finde ich ziemlich cool. Werde ich mir aber erst später kaufen. Also ich denke, ich werde mir schon ein paar TMs kaufen, die es hier gibt. Aber ich warte damit einfach noch ein bisschen, weil die sind auch verdammt teuer. Aber wir behalten das auf jeden Fall im Hinterkopf. Ich meine, wir kommen ja auch noch nach Malvenfroh. Habe ich ja schon mal gesagt, wenn wir Richtung 5. Arena gehen, dann surfe ich ja das ganze Stück von Blütenburg nach Graffiport nochmal ab und dann kommen wir auch automatisch nochmal bei Malvenfroh vorbei. Deswegen passt das schon. So, ich würde gerne einmal Zickzacks wieder einpacken. In der Hoffnung, dass es Zertrümmerer lernen kann. Damit ich das nicht irgendwem anderes beibringen muss. Jawohl. Okay. Armes Zickzacks wird total der VM-Sklave hier. Was? Doch. So. Dann hätten wir das auch. Ich denke, ich werde dann im nächsten Part mich einem der Wettbewerbe hier stellen, wie schon bereits angekündigt. Und ja, dann können wir unsere Reise fortsetzen. Wo ist mein Schutz? Da. Und ich könnte mein Team auch nochmal eben neu ordnen. Das wäre vielleicht auch eine Idee. So, schon erledigt. Ist hier nach wie vor dieses kleine Außengebiet mit dem komischen Kerl? Tatsache. Mit der Kerl hier auch noch rum? Ich habe meine Brille verloren. Kannst du mir helfen, sie zu finden? Gut, dass er überhaupt keine Brille auf hat oder so, ne? Das sieht nur so aus. Jetzt habe ich mich immer gefragt, wieso hat er seine Brille verloren? Der hat seine Brille auf dem Kopf. Also hier leuchtet sie orange und hier wieder nicht. Ah, da. Das hat mich gerade irgendwie mega irritiert. Bitteschön. Diese Brille, darf ich die mal kurz sehen? Das ist ein Schattenglas, stimmt's? Danach habe ich leider nicht gesucht. Habe ich meine Brille bloß wieder liegen lassen? Und weg ist er.
Ja, ich möchte da jetzt mich nochmal rein. So. Aber, da die Zeit jetzt schon wieder um ist, würde ich sagen, das glückliche Wiedersehen der beiden, wenn wir den Weg frei machen, das erleben wir erst im nächsten Part. Ja, ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Alpha Saphir. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.